Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minute Squad, Episode Nummer 46 für mich, denn ich habe gerade schon ein Team gebaut. Ich habe auch meinen Sound nicht aufgenommen, ich könnte kotzen, ne? Es wurde gebaut und Marek Hamšík, ihr seht, er ist der einzige Spieler hier im Team, weil ich die ganze Zeit wie immer auf Bohrungssitze gesetzt habe. Ich kann euch kurz mal sagen, wie das Team aussah. Im Tor Mitchell Langerak, Verteidigung bestand aus Manolas und Sokrates, Linksverteidiger Ashley Cole, Rechtsverteidiger Gönül, Şahin, Gökhan Töre, Marco Marin, Stanislav Čestak und Terracino. Ich merke gerade, er wäre nicht auf volle Chemie gekommen, aber ist mir auch ehrlich gesagt vollkommen egal, weil mich das sowieso jetzt gut genug ankotzt, dass das nicht funktioniert, nicht aufgenommen hat. Jetzt im Nachhinein nicht mehr so, weil ich gemerkt habe, dass Hamšík nie auf volle Chemie gekommen wäre, aber das ist ja egal. Trotzdem nervt es mich. So, das heißt, wir müssen wieder eine neue Episode starten. Wenn es euch gefällt, lasst doch einen Daumen nach oben, da würde ich mich darüber freuen. 600 Likes wären sehr, sehr geil, wäre eine absolut gute Unterstützung. Wenn ihr euch weiter unterstützen möchtet und FIFA Points bzw. Microsoft Guthaben, PSN Guthaben braucht, schaut bei Kinguin vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Gibt es günstiges PSN oder Microsoft Guthaben und so weiter und so fort. Und damit könnt ihr mich genauso unterstützen, wie wenn ihr bei Sennheiser vorbeischaut, wenn ihr Headset und Kopfhörerbedarf habt. Auch dazu der Link in der Videobeschreibung. So. Ich bin ein bisschen angepisst immer noch jetzt gerade davon, dass das jetzt so scheiße war. Hätte Origi Forster Skills, hätte ich ihn genommen. Aber so nehme ich, glaube ich, Edin Dzeko. Habe ich bestimmt im Verein, oder? Gucken wir mal nach. Könnte ich mir aber schon gut vorstellen. Eigentlich. Bosnien-Herzegowina. Da. Habe ich nicht. Oha. Oh, scheiße. Übrigens, seht ihr, mein Kontostand ist extrem geschrumpft. Ja, auf 233.000 Münzen. Hat seine Gründe. Ich habe keinen Voyager Match verloren. Ich habe keinen Pinkslips verloren oder irgendwas. Aber ihr werdet den Grund noch erfahren und ihr werdet auch merken, dass der bald wieder ansteigen wird, der Kontostand, denn ich werde alles, was ich im Verein habe, demnächst verkaufen. Es wird vorher noch eine Clubtour kommen, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, und ja, danach wird das Ganze eingestampft werden quasi. Ich habe momentan einen Marktwert, einen Clubwert von 105 Millionen oder so. Vielleicht sieht man es hier, wenn es laden würde. Transfererlös, haben wir Prawns noch vor mir. Vereinswert, Freunde, 106 Millionen. Läuft quasi bei mir. Und ja, so, Formation müssen wir wieder auslosen. Kein 4-5-1-2 ausgeschlossen. Als mit dem Stürmer gehen aber halt alle anderen Formationen, was nicht so gut ist. Was mir ein bisschen Angst macht. Oh nein, genau sowas hatte ich geahnt. Ah, scheiße. Ja, kann man nichts machen. Gehen wir auf den Transfermarkt. Und legen los. In 3, 2, 1 und go. Immerhin habe ich jetzt einen Link zum Zentralmittelfeldspieler. Das heißt, ich kann Miralem Pjanic einbauen. Das ist schon mal sehr schön. So. Linker Flügel, David Silva. Obwohl, warte mal, Roman rechten Flügelspieler. Ja klar, haben sie rechten Flügelspieler, Turbe. Silva. David Silva, so. Der auf dem linken Flügel. Haben wir Dzeko fast versorgt. Der braucht noch einen Link. Zentralen Mittelfeldspieler. Das war einfach einer aus der Premier League. Wobei es vielleicht nicht ganz so schlecht wäre, wenn er... Besic. Es gibt echt einen... Oh. Das wusste ich gar nicht, dass es einen bosnischen zentralen Mittelfeldspieler in der Premier League gibt, aber ist auch nicht so wichtig. Diaby wäre möglich. Diaby, wären sie. Leroy Fur. Leroy Fur, ja. Er wird's werden. So, jetzt müssen wir weitermachen. Rechtes Mittelfeld muss wohl im Idealfall mal geguckt werden. Ich weiß auch wieder nicht, wie die Links sind. Anders als ich dachte. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Und ich vermute einfach gerade mal, dass es bei QPR keinen linken Mittelfeld. Oh doch, Junior Hoylett. Dann wären wir damit raus, aber den hatten wir ja letztens schon. Traoré gäbe es auch noch, aber zwei Sterne Skills in der Week vorher. What the fuck? Nehmen wir Junior Hoylett wieder. Oder nehmen wir einfach einen anderen ZM. Das ging ja auch. Übrigens, zwei Themen, die ich ansprechen wollte, habe ich zwar gerade schon gemacht, aber werde ich normal machen. Erstens würde ich gerne eine Frage von euch beantwortet haben. Und zwar, wie sieht euer Schlafrhythmus momentan so aus? Das würde mich mal interessieren, weil
Aus einem ganz einfachen Grund eigentlich. Meiner ist momentan so, dass er sich in den Ferien ungefähr der Schulzeit angepasst hat. Das heißt, ich gehe relativ früh ins Bett. Ja, relativ früh ist auch, ist gut gesagt, eigentlich relativ spät, ehrlich gesagt. Kommt immer ganz drauf an, auf den Tag. Und dafür stehe ich aber auch relativ früh auf. Ja. Ich gehe teilweise 3-4 ins Bett und, 2-3 eher. Und stehe dann aber relativ früh auf, beispielsweise um... was habe ich hier gerade gemacht? Bin ich eigentlich vollkommen behindert im Kopf? Ich glaube schon. Wie viel Links braucht Pjanic? 4, ne? Das heißt, er hat 2 Deadlinks. Ich Idiot. Da gibt es überall Innenverteidiger bei. So, egal. Ich stehe relativ früh auf. Ne? Mit 7 und 8 Uhr morgens bin ich da ganz gut dabei, würde ich mal so behaupten. Gehe dafür relativ spät ins Bett. So 2-3 teilweise. Und da würde mich, wie gesagt, einfach mal interessieren, wie das bei euch aussieht. Ob ihr auch so spät ins Bett geht, ob ihr früher ins Bett geht. Natürlich jetzt bei eurer Schulzeit. Und ich meine jetzt so am Wochenende, beziehungsweise in den Ferien, wie das bei euch aussieht. Würde mich wirklich mal interessieren. Was habe ich hier gerade wieder gemacht für eine Scheiße? Ich bleib bei Leroy Fur. Das ist jetzt einfacher. Kann ich zwar keinen Wanyama einbauen, aber das ist nicht so schlimm, weil sonst schaffe ich das nicht in der Zeit. So, des Weiteren würde ich ganz gerne mal von euch wissen, wie sieht das bei euch aus? Feiert ihr YouTuber wie Dena und Co.? Und wenn ja, warum? Weil bei mir ist es mittlerweile so, ich kannte Dena vor der Longboard-Tour nicht mal wirklich. Ich habe den Namen zwar gekannt und so weiter und so fort, aber ich habe den nicht geguckt. Mittlerweile habe ich den nicht nur abonniert, sondern ich feiere den auch richtig, richtig hart. Einfach weil der, finde ich zumindest, ein sehr, sehr sympathischer Typ ist und ich sowas geil finde, ja, wenn solche Typen einfach da sind, bei denen du merkst, die haben Bock an dem, was sie machen, die haben richtig Spaß am Leben und das wird ja auch immer bekannter in der Welt sozusagen, beispielsweise im Fernsehen, ja, die sind immer mehr in den anderen Medien aktiv, YouTube wird immer präsenter und das finde ich, das finde ich ziemlich geil, weil es zeigt einfach, was für eine Reichweite YouTube mittlerweile erlangt hat. Beispielsweise mit sowas wie TV Total Stalker Crash Challenge, wo jetzt beispielsweise Dena, bestes Beispiel, dabei ist am Wochenende. Natürlich auch sowas wie TV Total, wieder, wo Gronkh und Sarrazar waren. Letztes Jahr sollten bei der Stalker Crash Challenge Gronkh und Sarrazar mitfahren. Da war es dann, glaube ich, Waititi, wenn ich mich recht erinnere. Ich finde einfach, das ist richtig krass, dass die Medien langsam so auf YouTube anspringen, auch durch die Longboard-Tour natürlich jetzt geschuldet, haben das viele mitbekommen. Und das ist einfach eine ziemlich coole Geschichte, finde ich. Und da muss man wirklich mal sagen, das zeigt, wie YouTube sich in den Jahren jetzt gemausert hat, beziehungsweise zu was es geworden ist. Und ich finde das einfach cool. Da würde ich halt gerne mal eure Meinung zu wissen. Und ich bin gerade mega angekotzt davon, dass das hier nicht so funktioniert, wie ich möchte. Es gibt halt nur sonst noch die niederländische Liga, in der wir halt noch nicht waren, wo es niederländische Torhüter gibt. Weil bei Monaco ja nur Untermenschen halt Innenverteidiger spielen, irgendwie gefühlt. Beziehungsweise Menschen, die einfach keine Nationalität haben, die man ansatzweise gebrauchen kann. Gibt es einen portugiesischen? Natürlich nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich stehe auf dem Schlauch gerade, aber wirklich richtig hart. Scheiße. Habe ich auch komplett vergessen. Ah, das rettet mich gerade, das ist gut. Aber dann kann ich jetzt zwar immer noch nicht viel besser was machen, aber ein bisschen besser. Und zwar mit Cillessen. Und dann 2 niederländischen Innenverteidigern. Ja. Da stand der Max mal wieder auf dem Schlauch, aber ihr wisst ja, was ihr zu tun habt, in die Kommentare zu schreiben.
das habe ich ja immer hinbekommen, das zu erzählen. So, Weltmann wird jetzt da mal stehen und Lachmann, nein, nicht Lachmann, ich will weiteren Goldverteidiger haben. Wird wahrscheinlich relativ schwierig werden, einen zu finden, aber das ist ja nicht so schlimm. Weltmann. Okay, es wird wirklich sehr schwer, einen zu finden anscheinend. Es gibt anscheinend keinen anderen, das heißt, wir müssen einen Silber-Innenverteidiger nehmen. Beispielsweise Lachmann, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt nötig. Terence Kongolo. Wie groß ist ein Lachmann? 1,9 Art, Hochmittelarbeitsrate, das ist ein bisschen scheiße. Ich würde ganz gerne Bruma nehmen. Da, Bruma. Ehemaliger HSVer, auch 1,89 groß. Kandidatenliste. Dann baue ich das Team erstmal eben fertig und melde mich wieder, sobald ich das getan habe. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar habe ich jetzt einfach mal hier spontan, obwohl ich Bruma habe, Ron Vlah hingetan, damit das Ganze Gold ist. Und hier ins Tor Zoe, damit ich mir Citizen nicht kaufen muss. Außerdem mag ich ja Zoe, weil der irgendwie sieht er cool aus. Erinnert mich ein bisschen vom Gesicht an Lasker. Wahrscheinlich ist es auch nur bei mir so, aber egal. Ja, das Team ist mittlerweile so aus 5 Nationen, 3 Ligen sind. Es ist nicht das absolute Meisterwerk, aber es geht, denke ich mal, noch klar. Und leider hat Lamela keine Forster-Skills. Das wäre noch viel geiler gewesen, aber so haben wir immerhin 1 und 2 Forster-Skills in diesem Team. Pjanic hatte mal in der Duett, welche, aber hat den Ultimate-Team immer noch nicht. Was schade ist, aber nicht änderbar. Mit dem Team werden wir jetzt in Spielchen gehen. Ich bin nicht mit den EA-Server verbunden und ich weiß nicht wieso, aber das juckt uns höchstwahrscheinlich irgendwie jetzt nicht. Wahrscheinlich schon, weil ich jetzt nicht irgendwie... Weiß, ich kann trotzdem spielen, das ist sinnlos. Egal, ich suche jetzt eben Gegner und melde mich dann gleich wieder, sobald ich einen gefunden habe. Bis gleich. Nach langer Suche Gegner gefunden, Ebola FC. Ich kann den Typen jetzt schon mal nicht mehr ab, aber er spielt mit einem Team, was gar nicht mal so overpowered ist, mit Di Natale und Rossi vorne anstelle von Ibabo und beispielsweise, wen gibt es da noch? Marco Sau. Also da geht's auf jeden Fall Marco Marin als Zehner, Manolas und Campagnaro hinten, zusammen mit Radu und Decilio, Inla, Nagatomo, rechts war, glaube ich, Pepe. Wird wahrscheinlich nicht einfach, aber... Ich denke mal machbar, wir werden sehen. Dzeko, 1-0, ja, aus dem Nix quasi. Hat sich da den Ball weggesnackt von, ich glaube, wer war es denn, David Silva? Ja, von David Silva, hat ihn einfach weggenommen und hat dann drauf geschossen und drin war er. Es leckt ein bisschen das Spiel, das nervt ein bisschen, also es ruckelt. Deswegen, es hat immer diese kleinen Stops da drin. Ja, macht es jetzt nicht unbedingt so schlimm, aber... Okay, er hat ihn gar nicht weggenommen, aber er stand auf jeden Fall im Weg und er hat ihn gepflegt, ignoriert. Ist ja auch egal, 1-0 und das passt. Oh, scheiße. Die Szene schneide ich mal rein, weil das die erste riesige Chance war jetzt eigentlich nach dem Tor. Ich weiß, was heißt riesige? Ja doch, es gab gute, aber nicht riesige. So, Lamela, der kann irgendwie keine Rabonas, das finde ich ein bisschen schade. Ich dachte, er hätte Flair, aber anscheinend nicht. Ja, macht es ein bisschen langweiliger, weil ich dachte, er hätte es, aber kann man halt nichts gegen machen. Oh, scheiße. Wunderbar gemacht von Lamela. Perfekter Zeitpunkt für den Pass auf Pjanic. Und der ist eiskalt vom Tor. So muss das sein mit dem Lob über den Keeper rüber. 2-0, das ist verdient. Er hat eigentlich noch keine Chance gehabt. Und ja. So, wir haben Halbzeit. Das Ganze ist bisher extrem überlegen geführt. Er hat, glaube ich, einen gefährlichen Schuss gehabt, was ein Volley war von Di Natale, aber auch aus 20 Metern oder so, wo Zoe keine Probleme hatte. Ansonsten verteidigt er nicht schlecht, aber auch nicht gut. Ich kann einfach übelst vorhersehen, was er tut. Und von daher, werde ich in der zweiten Halbzeit mal versuchen, ein bisschen mehr Tore noch zu schießen. Aber ansonsten geht ganz gut klar bisher. Nein! Irgendwie klappt das Tore schießen gerade nicht so, weil ich die ganze Zeit Longshots mache. Ich sollte mal damit aufhören und irgendwie normal wieder spielen, aber es ist leichter gesagt als getan. Wenn man einmal diese Affinität dafür hat, dann kann man auch nicht mehr aufhören, Longshots zu machen. Nicht so toll, aber kann man halt, wie gesagt, nichts gegen machen. So, egal, machen wir jetzt mal ein Tor mit David Silva. Habe ich jetzt Bock drauf. Komm. Jö. Yeah. David Silva mit der zweiten Bude. Yeah. Es ist so einfach, dieses Jahr an den Torhüter vorbeizugehen. Ich bin gegangen. Und er fällt einfach schon 30 Mal vor mir hin. Und der hat volle Chemie, das ist das Traurige daran. Das zeigt, dass das Spiel in der Hinsicht wirklich nicht so gut ist. Yay, 4-0 Sieg und Rage Quit. Besser geht's doch gar nicht. Ja, war ein gutes Spiel, würde ich sagen.
Hat Spaß gemacht. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.